Servus Freunde von Geschichte Tag für Tag. Heute schaut ihr meine Serie am 23. Dezember an. Und was soll ich sagen, wir haben nur noch 8 Tage vor uns. Heute kann ich mal wieder mit den Römern anfangen. Und zwar wird im Jahre 176 der römische Kaiser Mark Anton mit seinem Sohn Commodus feierlich in Rom einziehen zu einem Triumphzug, weil sie im ersten Markomannenkrieg den Sieg davongetragen haben. Man merkt jetzt schon, es ist zwar noch sehr früh, aber die ersten germanischen Stämme etc. haben vom Römischen Reich schon mal gehört, viel Luxus und so. Und die Grenzen Roms sind immer schon bedroht gewesen, aber bis hin zur Völkerwanderungszeit im 5. Jahrhundert, was dann letztendlich zum Ende des Römischen Reiches führen sollte. Ja, man könnte sagen, die Schatten werfen sich jetzt schon voraus. Vor ein paar Tagen, oder ich glaube sogar erst gestern, hatten wir ja die Bildung des Herzogtums Burgund zwischen dem Königreich Frankreich und dem Kaiserreich des Heiligen Römischen Reiches. Und heute im Jahre 1482 existiert Burgund nominal nicht mehr als eigenständiges Herrschaftsgebiet, sondern wird unter dem König von Frankreich und dem Erzherzog Maximilian, nachmalig Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, aufgeteilt. 1493 gibt der Humanist Hartmann Schedel seine Nürnberger Weltchronik, besser bekannt als Schedelsche Weltchronik, heraus, in Inkunabelform. Das ist eine bestimmte Buchform. Zu sehen sind das Weltbild, wie man es sich im 15. Jahrhundert vorstellte oder dachte, dass es so war, von Gottes Schöpfung an bis eben jetzt. Zu sehen sind Heiligenlegenden und Geschichten, Stadtansichten, die für Historiker sehr wertvoll sein können, und auch sehr exotische Wesen, wie man sich Menschen oder Wesen auf anderen Kontinenten vorgestellt hat. 1631, während des Dreißigjährigen Krieges, zieht der schwedische König Gustav Adolf feierlich in die gerade eroberte Stadt Mainz ein. Mainz wurde zwar belagert, aber ehrenvoll übergeben. Und die Festung Mainz wird daraufhin nochmal sehr viel verstärkt. Und diese Reste bzw. diese Bauwerke können wir uns heute immer noch anschauen. Seit dem Jahre 1830 versucht Frankreich, Algerien zu unterwerfen. Doch deren Führer Abd el-Kader wehrt sich verbissen bis zum Jahre 1837 am heutigen Tag. Heute ergibt er sich den französischen Truppen, wird nach Frankreich verbracht und bleibt bis in die 1850er Jahre in Frankreich interniert, und Algerien gilt ab jetzt als französische Kolonie. Und das Jahr 1924 beweist, dass auch ein Reichspräsident es nicht immer einfach hatte. Im Jahr 1924, während der Weimarer Republik, haben wir Friedrich Ebert als Reichskanzler. Rechtsgerichtete Kreise versuchen ihn aber immer wieder zu diffamieren, bloßzustellen, und das nicht auch nur mit Lügen, sondern wirklich mit infamen Diffamierungen. 1924, eben am heutigen Tage, wird ein Redakteur einer Zeitung, ein Journalist, wirklich verurteilt zu 3 Monaten Gefängnisaufenthalt, da er dem Reichspräsidenten Landesverrat vorgeworfen hat und es auch öffentlich in seiner Zeitung geschrieben hat. Da war für die Gerichte da mehr oder weniger das Ende erreicht, der Journalist wurde eingesperrt. Friedrich Ebert sollte noch bis, oder seit vielmehr gesagt, 1913, glaube ich, oder 14, über 200 Prozesse führen müssen, um sich mehr oder weniger zu wehren. 1944, wir befinden uns immer noch im Zweiten Weltkrieg, wird der Erschießungsbefehl gegen den amerikanischen Soldaten Eddie Slovic vom amerikanischen Präsidenten Eisenhower bestätigt, und Eddie Slovic wegen Fahnenflucht
standrechtlich erschossen. Er gilt damit, also der Soldat Slowik gilt damit als der erstens mal einzige Soldat, der wegen Fahnenflucht wirklich zu Tode verurteilt und auch zu Tode gekommen ist. Und das Ganze seit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Damit komme ich zu den Geburtstagen. Und zwar wird im Jahre 1597 Martin Opitz, ein deutscher Dichter, geboren. Opitz erneuerte die deutsche Versdichtung des Barock nach dem Vorbild der westeuropäischen Renaissance-Literatur. Mit dem Epigramm, der Ode und dem Sonett führte er die maßgeblichen Formen der europäischen Lyrik in Deutschland ein. Sein Buch von der Poeterei ist die erste Poetik in deutscher Sprache geschrieben. Gut, das soll es dann von mir gewesen sein. Ich denke, wir sehen uns morgen wieder. Nicht vergessen, Weihnachtsgeschenke kaufen. Es ist sehr bald soweit. Und bis dahin wünsche ich euch was und sage Servus.